Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir verabschieden heute ein Gesetz, mit dem wir die föderale Ordnung in unserem Bundesstaat optimieren. Eine zweite und dritte Lesung einer Verfassungsänderung steht dabei ganz im Geiste der Verfassung. Und wir wollen dabei unserem Auftrag gerecht werden und den Verfassungsanwendern Auslegungshilfe zur Seite stellen. In einer solchen Debatte, Herr Gehring, Frau Hein, verbietet sich daher eigentlich Polemik. Allen voran mit dem Wissen aus der Sachverständigenanhörung, die Ministerin hat es gesagt, dass alle Sachverständigen diese Grundgesetzänderung im Grundsatz gelobt haben. Meine Damen und Herren, daher möchte ich gleich zu Beginn der Rede mit einer Mär, die hier in dieser Debatte aufgebaut wird, aufräumen. Das Erste ist, dass hier ein Jungteam zwischen der heutigen Debatte und des BAföG-Änderungsgesetzes hergestellt wird. Die Änderung des 91b ist ein lang verabredetes Ziel, welches wir wo wir einen breiten gesellschaftlichen Konsens aufgreifen und heute zu einem krönenden Abschluss bringen. Und im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass wir die Hochschulen in den nächsten 4 Jahren auch bei der Grundfinanzierung unterstützen. Und das machen wir über die Änderung im BAföG-Gesetz, indem wir nämlich da die Länder entlasten mit jährlich rund 1,2 Milliarden Euro ab dem 01.01. nächsten Jahres. Das debattieren wir in Kürze hier in diesem Hause. Die zweite Mär, mit der man aufräumen muss, ist 91b und der Bildungsbereich. Meine Damen und Herren, für eine weitergehende Änderung des 91b ist in unserem Bundesstaat keine Mehrheit zu erblicken. Wir scheitern damit im Bundesrat, die Länder wollen es nicht und Sie alle wissen, Schule ist ein klassischer Kernbereich der Länderstaatlichkeit. Es ist mithin mühsam, über Dinge hier zu debattieren, die sich in der Verfassungswirklichkeit nicht umsetzen lassen. Und ich darf die Worte des Sachverständigen Professor Geis zitieren, der sagte, wenn man in diese Verfassungsänderung auch den Bildungsbereich einbeziehen wolle, dann würden wir die Beteiligung des Bundes an der institutionellen Hochschulförderung wohl erst am Sankt-Nimmerleins-Tag erleben. Meine Damen und Herren, daher bekräftige ich in dieser Rede abermals das Angebot an die Bundesländer, dass wir als Bund eine stärkere Koordinierung im Kultusbereich vorantreiben. Wir strecken die Hand aus, die Ministerin streckt die Hand aus, aber wir wissen immer wieder aufs Neue, dass das von der KMK ausgeschlagen wird. Und daher kann ich nur sagen, wir erneuern auch unseren Aufruf und unseren Hinweis, dass in einem Staatsvertrag gemeinsam verfassungskonform die Länder untereinander hier für den Bildungsbereich zu regeln. Und eine dritte mehr, meine Damen und Herren, was hier immer wieder angetragen wird, dass im Jahre 2006 die Kooperationsmöglichkeiten eingeschränkt worden sind, das ist schlichtweg falsch. Die Ministerin hat darauf hingewiesen, dass die Kooperationsmöglichkeiten im Hochschulbereich 2006 bereits erweitert wurden, nämlich im Bereich der Lehre an den Hochschulen von Bundesseite zu unterstützen. Und mit Blick auf den Hochschulbau darf ich auf den 143c unseres Grundgesetzes verweisen, wo wir umfangreiche Kompensationsleistungen im Moment noch zahlen und auch weiter zahlen werden. Im Übrigen ist mit diesem Verfassungstext die Grundlage gelegt worden für die erfolgreichen Pakte, die wir eingeführt haben. Und ergänzend der Hinweis, weil auch immer erzählt wird, der Bildungsbereich wäre 2006 hier eingeschränkt worden, die Trennung zwischen Bund und Land im Schulbereich besteht seit 1949 und nicht erst durch die Föderalismusreform I. Meine Damen und Herren, bezüglich der Gründe und Erwägungen diesen Verfassungsänderungen darf ich auf unsere erste Lesung verweisen. Die Wortbeiträge der Unionsfraktion haben das eindeutig gezeigt. Wir wollen Kooperationshemmnisse abbauen, die wir erlebt haben bei der Einrichtung von KIT in Karlsruhe, von BIC in Berlin, von JARA in Aachen. Wir wollen also eine stärkere Kooperation haben. Der Wissenschaftsrat hat es formuliert, wir wollen die Unwucht zwischen außeruniversitärer Forschung und universitärer Forschung beheben. Und wir wollen als Bund die Hochschulen, als das Herz unseres Wissenschaftssystems stärken, indem wir als Bund zukünftig auch institutionelle Hochschulförderung betreiben dürfen. Wir räumen dem Bund heute eine Finanzierungsbefugnis ein, ohne dass das automatische Ansprüche von irgendjemandem nach sich zieht. Dabei ist uns wohl bewusst, und das hat der Sachverständige Professor Löwe auch in der Anhörung klar beschrieben, die Stärken des deutschen Wissenschaftssystems in seiner Gesamtheit liegt in dem breiten Fundament der Hochschulen. Und nur auf diesem breiten Fundament kann man die Belle Etage der Spitzenforschung überhaupt aufsetzen. Logisch ist aber, dass der Bund nicht das gesamte breite Fundament fördern kann.
Denn wir sollen mit dieser Verfassungsänderung ja auch die föderale Kompetenzordnung nicht auf den Kopf stellen, sondern sie bewahren. Und die Hochschulförderung des Bundes kann also nur Sinn machen, wenn wir zusätzliches Geld reingeben, die Länder zu entlasten. Dafür haben wir andere Mechanismen in unserem Bundesstaat. Es geht vielmehr darum, zusätzliche Impulse zu setzen, um den Innovationsstandort Deutschland strategisch zu stärken. Dabei haben wir ganz bewusst Tatbestandsmerkmale eingefügt. Sie haben schon gesagt, die überregionale Bedeutung. Der Bund will also nur dort investieren, wo wir eine Ausstrahlungskraft über das einzelne Bundesland hinaus haben, wo wir einen internationalen oder nationalen Kontext haben. Das heißt, der Bund wird nur dort mehr Geld geben oder Geld investieren, wo wir einen systematischen Mehrwert im Wissenschaftssystem erreichen. Exzellente Wissenschaftsstrukturen definieren sich durch eine Ausnahmestellung. Definieren wir alles als exzellent, ist niemand mehr exzellent. Und die Gesetzesbegründung formuliert ganz klar, Exzellenz in Breite und Spitze, eine spannende Formulierung. Das bedeutet aber, dass die Förderung wissenschaftlicher Exzellenz stets auch sorgfältig geprüft werden muss, inwieweit eben auch das Wissenschaftssystem als Ganzes davon profitiert. Und wir werden das Geld nicht nach dem Königsteiner Schlüssel verteilen, um Regionalpolitik zu betreiben, denn das bringt den internationalen Wettbewerb unserer Hochschulen nicht voran. Kollege Schimpanski, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Kolleginnen und Kollegen, im Moment hat überwiegend der Kollege Schimpanski das Wort hier. Wer nebenbei reden möchte, der kann das gerne außerhalb des Saales tun, aber ich bitte jetzt auch ein bisschen hier Respekt vor dem Redner zu haben. Frau Präsidentin, vielen Dank. Überregionale Bedeutung, die Ministerin hat es gesagt, betrifft auch die Lehre. Es ist uns wichtig, dass wir hier formuliert haben in der Grundgesetzänderung, es geht um Wissenschaft, Forschung und Lehre. Und in bester Humboldtscher Tradition wollen wir auch Lehre und Forschung hier nicht künstlich trennen. Somit wollen wir natürlich auch unseren Qualitätspakt Lehre weiter aufleben lassen, wovon ja 186 Hochschulen bundesweit profitieren. Sie sehen, wir sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Kollege Rossmann hat es gesagt, lassen Sie uns gemeinsam Visionen entwickeln für diese Kooperationskultur, die wir jetzt neu erhalten durch diese Grundgesetzänderung. Der Wissenschaftsrat hat Vorschläge gemacht, Fraunhofer hat die regionalen Leistungszentren in die Diskussion gebracht. Wir denken über die neue Exzellenzinitiative gemeinsam mit der GWK nach. Wissenschaftlicher Nachwuchs ist angesprochen worden. Ich denke, wir sollten in diesem Hause gemeinsam nach vorne denken für unser Wissenschaftssystem. Und lieber Kai Gehring, es wird Sie überraschen, aber ich ende mit einem Zitat Ihrer Wissenschaftsministerin aus Baden-Württemberg, die nämlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf dieses Gesetz feststellte, das ist die gute Frau Theresia Bauer, ich halte das für einen zielführenden Vorschlag, das ist genau richtig und tut diesem Land gut. In diesem Sinne stimmen Sie diesem Gesetz zu und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schimpanski. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist Herr